Morgen, Leute. Ich habe mich entschlossen, endlich heute mal das ersehnte Fazit-Video zu machen von dem Jakutski-Messer, was ich aus der Ukraine habe. Und dazu bin ich jetzt im Bienwald unterwegs, in der Nähe von Lauterburg, also Rheinland-Pfalz. Und ja, mal schauen, ob ich irgendwo ein schönes Plätzchen finde. So, als erstes brauche ich mal ein Stativ. Ein Stückchen abgebrochenen Ast gefunden von einer Buche. Und danach wird es auch ein bisschen ruckelfreier. So, läuft. Ja, wunderschön hier im südlichen Pfälzer Wald, quasi Bienenwald, Richtung Lauterburg. Geht wunderbar, hier die Späne abzumachen oder auch Lockenstäbe herzustellen. Aber welches Messer kann das nicht? Fragt man sich natürlich. Ich glaube, der Spruch von Stefan bewahrheitet sich, all knives are great. Aber was dieses Messer halt so besonders macht, ist diese Kombination von traditioneller Schmiedeart mit Hohlhämmerung zur starken Verdichtung des Kernes, einseitig flach geschliffen, komplett, absolut gerade und auf der anderen Seite ballig. Quasi wie eine halbe Klinge. Und dann von diesem Messermacher mit einem modernen Griff verpasst. Das macht das Ganze so schön, denn ich liebe Tradition und Moderne in Kombination. Für mich muss ein Messer nicht von Grund auf geschmiedet sein und alles in Handarbeit und so weiter. Ich finde, man darf schon Maschinen benutzen, aber dieser Messermacher hat für die Klinge einen getriebenen Hammer benutzt, quasi eine große Maschine auf dem Amboss, der dann das hämmert. Und aber der Schleifvorgang ist alles mit von Hand gemacht worden. Das Messer ist ein Kohlenstoffstahl. Der hat auch Flugrost angesetzt, so ganz leichte Poren immer wieder, aber das macht dem überhaupt nichts aus. So. Ich tu
tue euch jetzt mal erstmal noch ein paar Arbeitsschritte mit reinbringen, die ich mal so gemacht habe im Laufe des Jahres. Denn ich hatte ja immer wieder vorgehabt, das Fazit zu machen, bin aber nie dazu gekommen. Jetzt endlich. Also, bis nachher. Messer ist für mich auch immer ein Werkzeug. Und ich habe hier von einem anderen Staubsauger so eine kleine Bürste und das passt nicht. Aber ich will das mal spannen. Ah ja, es geht. Ja, jetzt passt es. Super. Ach, Gott sei Dank. Und zum Schluss, auch diesen Löffel habe ich mit diesem Messer geschnitzt und durch den breiten Rücken kann man auch schön den Daumen hier aufsetzen und dann immer so schön weg Späne machen. Jetzt muss ich alles noch weiter schleifen. Ich habe es nur grob geschliffen mit dem 60er Messer, aber 60er Schleifpapier. Aber wenn das schön auf 200 geschliffen ist, dann ölen und ich habe einen ganz, ganz leichten Birkenkochlöffel, der so groß wie meine Handfläche ist. Also da kann man auch für mehrere Personen mit umrühren, kochen oder auch ein bisschen schöpfen. Und der hat schon auch hier diesen die schöne Maserung, die die Birke bekommt, wenn sie etwas älter wird. Manche nennen das auch den Pilz, der sich da reingezogen hat. Das sieht dann, wenn es geölt ist, richtig schön aus. Jawohl. Dann zum Fazit. Also fürs Fazit habe ich das Messer mal vom Gürtel genommen, dass ihr auch mal besser die Scheide seht. Die ist genietet und geklebt statt genäht und gestanzt mit der Gürtelschlaufe, die ebenfalls genietet ist, und der Niet ist aber mit Hochdruck eingebracht, sodass hier kein Metall hervorsteht in der Scheide, dass nämlich dann auch der Griff nicht gekratzt wird, sondern es ist die Niete ist quasi versenkt. So, das ist also die Lederscheide. Und dieses Messer. Ja, also mein Fazit lautet, dass das Messer ein Paragraph 42a konformes 12 cm Klingen Arbeitsmesser ist, das ein Hauch von Tradition hat, von östlicher Tradition aus Sibirien, also von den Jakuten. Und in diesem Sinne wird es dort natürlich auch für alles verwendet. Zum Ausweiden, zum Schlachten, zum Schnitzen, überall, ums Gemüse zu machen. Das muss man ja jetzt nicht alles
heute auch machen, aber es hat einfach, genau wie die skandinavischen Messer, hat es für mich so ein Gefühl von eben Ewigkeit. Naja, in dem Sinne, es hat eine lange Vergangenheit, eine lange Tradition hinter sich, diese Messerherstellung. Und das hat sich bewährt. In diesem Sinne und ciao. So, diesen Wildpfad folgend, wahrscheinlich von Dammwild, bin ich jetzt hier querfeldein zurück und unweit des Kieswerks Berg ist diese Via Romana, die Römerstraße, auf der ich jetzt gerade ein Stückchen noch gehe, zurück zur Einfahrt von dem Kieswerk, wo ich geparkt habe. Jetzt laufe ich also da, wo wahrscheinlich irgendwann mal römische Soldaten marschiert sind. Man kann es auch sehen, hier an der Seite ist ein leichter Wall, eine Erhöhung, und dort ist ein leichter Wall, Erhöhung. Und es führt genau entlang dieses Tals, wo auch der Jäger da einen Schießstand hat und hier das Wild gut beobachten kann. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage ciao.